in Deutschland stecken noch immer Milliarden in Kohle- und Rüstungskonzerne. Auf Kosten von Mensch und Umwelt machen sie Profite, obwohl sich die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung gegen solche Geschäfte ausspricht. Viele BankkundInnen sind sich nicht bewusst, dass ihr Geld unter anderem bei den größten Klimakillern Europas und der Waffenindustrie landen kann und sie diese dadurch finanzieren. Krieg und Klimakrise. Für deutsche Banken ist es immer noch kein Tabu, in Kohlekonzerne und Rüstungsschmieden zu investieren. Deutsche Banken verharren immer noch in alte und zukunftszerstörende Strukturen. Wir fordern von der Sparkassengruppe, aber genauso von der Deutschen Bank und der Commerzbank, endlich aufzuhören, Banks Against Futures zu sein und anzufangen, Banks for Future zu werden. Also deutsche Banken, raus aus Rüstung und Kohle.